Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich erzähle euch heute was von einem Tauschpaket und noch ein bisschen was, was ich bei TK Maxx gekauft habe. Aber erstmal machen wir das Tauschpaket und zwar habe ich in einem Sensi-Paket, wo ich den Postboten gesehen habe und gedacht habe, hä? Weil normalerweise bringt DHL bei uns keine Sensi-Pakete. Naja, wie dem auch sei, aber es war ein Tauschpaket und es ist ein Tauschpaket von der lieben Susanne. Und sie hat mir einfach so süße Sachen eingepackt, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Und ja, legen wir einfach mal direkt los. Also wir haben eine Kerze getauscht und wir haben gesagt, noch Duftmelz dazu. Und ja, wie auch schon bei meinem letzten Tauschpaket, habe ich halt gesagt, dass ich die Handmade-Düfte eigentlich ganz interessant finde, weil ich da ja noch nicht so viel getestet habe. Und ja, da hat sie mir auch eine Menge eingepackt. Also ich würde sagen, wir schauen mal direkt rein. genau, einmal gab es natürlich wie immer ein Kärtchen. Dann gab es noch ein paar Goodies, aber ja, das muss ich ja jetzt nicht zeigen, oder? Das ist ja das Interessante sind ja die Düfte. Aber trotzdem vielen, vielen Dank natürlich für die Goodies. Ich habe mich sehr gefreut. Sie hat mir sogar was für meine Tochter eingepackt, was ich auch total süß fand. Also vielen, vielen Dank. Also da war jetzt auch zum Beispiel so ein Badesalz drin und so ein paar Süßigkeiten, Haargummi und so. Also total süß. Vielen Dank. Genau, und dann kommen wir jetzt auch schon direkt zu den Düften. Zeige ich direkt die große Kerze, oder? Das ist ja, glaube ich, das Interessanteste. Genau, sie hatte mir halt gesagt, also die Susanne hatte mir gesagt, dass sie eine Yankee Candle hat und hat mich dann gefragt, ob ich die interessant finden würde. Da habe ich natürlich direkt gesagt, ja. Und ich muss sagen, also es ist eine Elevation-Kerze. Und bei den Elevation-Kerzen, ja, muss ich sagen, ich spreche mich nicht so an. Ne? Also es gibt ja den Rice Milk and Honey, den finde ich total toll. Den habe ich auch zweimal zu Hause. Aber die anderen, ich finde die Duftbeschreibungen, die catchen mich nicht so. Wenn da jetzt irgendwie steht Kumquat und keine Ahnung, dann kann ich mir auch irgendwie nicht so drunter vorstellen. Und oh, dann gefällt dir das nicht und ist das auch noch so teuer. Oh, das nehme ich da immer so ein bisschen. Also wie gesagt, ich habe jetzt nur den Rice Milk and Honey zu Hause, den ich aber liebe. Naja, und dann, wie gesagt, hatte sie mir den halt vorgeschlagen. Das ist der Shore Breeze mit einer Kokosnuss vorne drauf. Und dann habe ich gedacht, okay, Kokosnuss, dann habe ich mir die Duftbeschreibung mal durchgelesen und dachte, ja, klingt ganz nett. Also bei Breeze, ne, denke ich dann ja immer direkt so an Salz und Meeresluft und so. Und ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, dass diese Duftrichtung nicht so meins ist, ne? Also so alles, was so salzig riecht und boah, das ist dann nicht so meins. Deswegen hatte ich ein bisschen Schiss, ob er mir nicht vielleicht doch nicht gefällt. Aber einmal dran gerochen. Ich muss sagen, er riecht wunderschön. Das ist so ein zarter. Da versagt schon meine Stimme, so schön ist er. Entschuldigung. Also, ja, so ein zarter Kokosnuss-Strandduft irgendwie. Aber jetzt nicht so diese typischen, so, keine Ahnung, ne? Also jetzt nicht so super süß, Strand und Vanille und Ananas und so. Nein, so ist er nicht. Er ist so ganz elegant irgendwie. Also kann eine Kerze elegant sein? Ich weiß nicht. Aber der hat so was ganz Zartes, was ganz Weiches. Ja, so Kokosnuss, aber die Kokosnuss ist auch nicht süß, was ich ja eigentlich nicht so gerne mag. Aber irgendwie hier gefällt mir das total gut. Ja, also der gefällt mir wirklich richtig gut. Also Gott sei Dank habe ich getauscht. Ja, also der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also danke, liebe Susanne, auf jeden Fall. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und der darf auf jeden Fall demnächst mal entweder unter die Lampe oder gebrannt werden. Ich brenne ja auch, ne? Bei mir ist das ja so nach Lust und Laune. Ja, und dann hat sie natürlich, ne, ganz viele Goodies eingepackt. Also was heißt Goodies? Also, ne, die Mails, von denen wir gesprochen haben. Da hat sie mir jetzt zum Beispiel einmal von Traumdüfte den Bedtime Bath eingepackt. Wenn ich mich jetzt nicht alles täusche, war das doch der Duft, liebe Jessie, den du so gut fandest, oder? Ja.
Ich glaube, das ist der, den sie, also die Jessie, Cozy Jessie hatte mir den, glaube ich, auch mal eingepackt. Wenn der das war. Er riecht auf jeden Fall sehr ähnlich. Und ich finde diese Baby oder ja, so, ja doch, Babydüfte, die gehen irgendwie immer. Dann habe ich hier den Leonora von Duft Confetti. So ein halber Cent-Shot. Ja, und der riecht so ein bisschen aquatisch frisch. Ja, hat irgendwie noch so was Pudriges. Ja, doch. Werde ich auf jeden Fall mal testen. Also, ich hatte ja mal gesagt, diese aquatisch frischen Düfte, die sind eigentlich mal ein bisschen schwierig bei mir, aber ich werde den mal testen. Vielleicht ist er ja ganz nett. So, und dann haben wir hier den Japanese Mochi von der Wachsmacherei. Ich muss sagen, Mochi, da bin ich ja, oder was heißt, also, nee, andersrum, die Kerzenmond auf Instagram, die hatte mal so Mochis gepostet. Und da hatte ich mit ihr so ein bisschen hin und her geschrieben, weil ich diese Mango-Mochis auch immer ganz gerne mochte. Und dann hatte sie mal welche mit Kokosnuss gepostet. Und dann habe ich gedacht, so, ja, dann kaufst du die auch mal, ne? Ich lasse mich ja immer anfixen, habe ich auch schon mal gesagt. Und ich muss sagen, die Kokosnuss-Mochis, also die gibt es am Tiefkühlfach, ne? So mit Eis dann innen drin. Und die Kokosnuss-Mochis, die schmecken so lecker. Also wer das noch nicht kennt, geht mal in den Supermarkt eures Vertrauens. Und probiert mal diese Kokosnuss-Mochis, also die schmecken richtig gut. So, jetzt habe ich wieder so viel geredet. Japanese Mochi. Ja, der riecht, finde ich eigentlich so gar nicht nach diesem Mochi-Eis. Zumindest nicht die, die ich bis jetzt gegessen habe. Ich finde, der riecht so ein bisschen nach Kirschblüte. Ja. Ich finde, der riecht nach Kirschblüte. Ich finde, der hat auch gar nicht irgendwie so viel Süß in. Also was Süßes hat er irgendwie gar nicht. Ich finde, der riecht einfach nach Kirschblüte. Naja, vielleicht täuscht meine Nase mich ja auch. Aber ja. Und Kirschblüten mag ich eigentlich auch ganz gern. Ja. Dann habe ich hier von Bears Wax Bakery den Cleo, also Cleopatras Secret. In so einer Wabenform. Ja, der riecht für mich nach so. Der erinnert mich an den Duft von Duftlovers, den ich letztens unter der Nase hatte, den Golden Milk and Honey. Ja, ich finde, so riecht der. Ja, aber gefällt mir gut, weil diese milchigen Düfte und vanilligen Düfte und Honigdüfte, die mag ich ja auch alle total gerne. Deswegen ja. Dann habe ich hier wieder von Bears Wax Bakery den Spring Melody. Jetzt wahrscheinlich ein blumiger Duft. Also ich muss sagen, ich hatte an denen auch schon geschnuppert, aber irgendwie ist das jetzt schon wieder ein paar Tage her und ja, ich vergesse sowas dann ja immer. Ja, der riecht blumig. Aber wie auch schon bei meinem letzten Video gesagt, kann ich das ja immer nicht so definieren, welche Blume das jetzt sein soll. Aber es riecht auf jeden Fall leicht süßlich blumig. Also ja, doch. Blumige Düfte mag ich ja eigentlich auch. Genau, dann habe ich hier jetzt von der Wachsmacherei den Wild Madagaskar Vanilla. Und Vanilladüfte gehen ja auch immer bei mir. Was geht eigentlich nicht bei mir, ne? Naja. Oh, und ich finde, das ist ein richtig schöner Vanilleduft. Auch ein schwerer, finde ich, ein schwerer Vanilleduft. Ich glaube, das ist so ein Duft, den mögen nicht alle. Also ich glaube, das ist also den mögen nicht viele, so schwere Vanilledüfte, oder? Also ich weiß, dass viele mal Kopfschmerzen von solchen Düften bekommen. Ach, ja, aber der gefällt mir gut. Also ich gehöre zu den Leuten, ich bekomme da keine Kopfschmerzen. Ich bekomme eigentlich von. Ich glaube, ich hatte noch nie Kopfschmerzen von einem Duft. Ich bin da. Oh, weiß ich auch nicht. Genau, den kenne ich schon. Das ist von Woodwick der Lavender Spa. Den hatte ich mir auch mal bestellt vor ein paar Monaten. Und ja, also ich finde, der riecht auch wirklich wie ein Spa. Also es gibt auch jetzt komme ich nicht drauf. Es gibt so eine Massageart, wo die doch so mit Kräutern dich so massieren. Das hat doch so einen Namen. Oh, wie heißt das denn jetzt? Ich komme gerade nicht drauf, aber auf jeden Fall diese Massagen, die man so sich machen lassen kann mit so Kräutermischungen und Kräuterölen und so. Und ich finde, so riecht das. Ja, nach diesen Kräuterölmassagen. Also ja, aber doch, gefällt mir sehr gut.
So, dann guckt euch mal diesen Brocken an. Ey, den hat sie mir einfach so mit reingetan. von Wohlfühlmomente, der White Tea and Lavender. Ja. Also ich würde sagen, die Teenote dominiert hier. Der Lavendel ist nicht so da. Aber vielleicht so ganz weit unten irgendwo. Aber er ist nicht so, er schreit nicht, hier bin ich. Also, ja. Also es gibt ja von Yankee Candle diesen White Tea. Aber ich finde, der geht nicht so in die Richtung. Der geht irgendwie so in seine eigene Richtung. Also den finde ich ganz okay. Aber ich glaube mehr auch nicht. Obwohl ich ja Lavendeldüfte und so liebe, aber der hat mich jetzt nicht so gecatcht, muss ich sagen. Ja, und den, da hatte die Jessie, Cozy Jessie auf Instagram und auch hier auf YouTube, da hatte sie vor ein paar Tagen einen Post zu gemacht, zu dem Pink Denim von Wachsmacherei. Und da hatte ich mich ja gefreut, dass ich dann dieses Paket aufgemacht habe und dann war der auch da drin. Aber ich muss sagen, der gefällt mir, glaube ich, auch nicht so gut. Ich finde, der hat irgendwie... Der hat irgendwas, was ich nicht mag. Ich kann also nicht mal definieren, was das sein soll. Aber der hat sowas Pudriges, aber irgendwie sowas muffig-Pudriges irgendwie. Ich glaube, so alt ist der. Der ist von diesem Jahr. Also es kann nicht am Wachs liegen. Ich weiß nicht, irgendwas ist da drin. Irgendeine Komponente da drin gefällt mir nicht. Ich kann aber nicht sagen, welche. Der Pink Denim. Also, ja, wie gesagt, aber Jessie fand den, glaube ich, ganz gut, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. dann haben wir jetzt noch den Midnight Sleigh Ride von Bears Wax Bakery. Ein Weihnachtsduft. Da kann man ja nicht früh genug mit anfangen, ne? Übrigens habe ich ja gestern gesehen, dass Yankee Candle seine Weihnachtsdüfte schon im Online-Shop hat, ne? Auf yankeecandle.de. Da habe ich natürlich direkt bestellt, ne? Also die Votive habe ich mir bestellt und noch eine große Kerze, aber keine Weihnachtskerze. Das war nah. Aber das zeige ich euch dann natürlich noch. Genau, jetzt erstmal der hier. Ja, ich finde, das ist so ein richtiger Kiefern, Nadeln, kaltes, also so Winter, Schneeduft. Also der hat sowas Nadeliges, sowas Schneeiges. Ja, also ich glaube im Winter, wenn das so richtig kalt ist, ich meine, bei uns wird es ja nie so richtig kalt hier in Ostfriesland, aber falls es mal schneien sollte eventuell, dann wäre das, glaube ich, ein guter Kandidat. So, dann habe ich jetzt noch von Liebe zum Handmade die Erdbeere Vanille. Alles mit Vanille ist ja voll mein Ding, ne? Oh ja, der gefällt mir auch gut. Also, der Duft ist eigentlich so simpel, ne? Erdbeer-Vanille, aber... Oh, ich finde den toll. Der hat was. Der riecht irgendwie auch so ein bisschen nach Erdbeereis, finde ich. Und Erdbeereis geht ja immer. Oder so ein Spaghetti-Eis, ne? Dann noch mit diesem weißen, mit der weißen Schokolade. Nein. Also, wer ist Team Spaghetti-Eis? Also, ich auf jeden Fall. Genau, dann haben wir jetzt den Mango Lemon Bunny von Bears Wax Bakery. Übrigens, den habe ich bestimmt jetzt schon gezeigt. Sie hatte irgendeinen Duft gegossen, die Bär. Ah ne, das war der hier, der kommt gleich noch. Das war an meinem Geburtstag, das fand ich irgendwie lustig. Hat sie an meinem Geburtstag was gegossen? Ja, toll, ne? Eigentlich voll uninteressant. Naja, also das ist jetzt wie gesagt der Mango Lemon Bunny. Oh, und der riecht auch. Oh. Also ich liebe ja Mangodüfte. Ich finde hier die Kombination mit dem Lemon, oh, ganz toll. Also der gefällt mir auch richtig gut. Genau, das ist jetzt hier der Velvet Sugar Type. Gegossen am 12.02. an meinem Geburtstag. Oh, und ich finde, der ist auch schön. Velvet Sugar Type. Also ist das ein Dupe zu irgendwas, was ich wieder nicht kenne? Wahrscheinlich, ne? Ja, aber der riecht auch wirklich... Oh. Ja, der hat sowas Süßes. Oh, ich kann gar nicht genau definieren. Aber der riecht einfach toll.
Ja, gefällt mir sehr gut. Dann hat sie, die liebe Susanne, mir noch den Mango Peach Salsa eingepackt von Yankee Candle. Den gibt es ja, glaube ich, auch schon seit Jahrhunderten, oder? Diesen Duft. Also, den kennt, glaube ich, auch jeder. Den hatte schon mal jeder. Den, keine Ahnung, hat irgendwie jeder. Und ich hatte den auch schon jetzt öfter mal. Und ja, ich finde den auch ganz gut. Deswegen ist das ganz gut, dass ich den jetzt mal wieder habe. Genau. Und dann haben wir jetzt auch schon die zwei letzten. Oder? Ja, doch, die zwei letzten. Ja, oh, der war auch so schön. Der Kashmir Petals von der Wachsmacherei. Und Kashmirdüfte finde ich ja auch richtig schön. Ne? Oh. Damit kriegt man mich immer. Oh, ja. Der hat aber noch was anderes drin. Petals. Petals sind doch Blumen, oder? So irgendeine Blumenart. Ja, und der hat auch irgendwie was Blumiges noch. Aber trotzdem schön. Sehr schön. Toller Duft. Gefällt mir sehr gut. Und dann habe ich jetzt noch von Soul Fragrances die blaue Creme. Den habe ich jetzt auch noch gar nicht aufgemacht. Aber ich vermute jetzt mal, der riecht nach Nivea. Oh, darf ich das überhaupt sagen? Also der riecht nach der großen blauen Creme. nicht, dass ich hier jetzt eine Abmahnung kriege oder so. Das ist ja also mit diesen Regularien da, ne, was man sagen darf und was nicht und wo man dann alles Werbung hinschreiben muss und so, dann blicke ich ehrlich gesagt auch nicht so durch. Ja, der riecht, boah, original nach der Creme. Original. Krass. Ja, der riecht wirklich nach dieser Creme. Ich finde das immer so krass, wie man das so einfangen kann, ne, dass das wirklich dann so riecht. Wie etwas, was man kennt. Also, ja, aber hier ist das wirklich original 100% 1:1 getroffen. Die blaue Creme. Ich finde, das glitzert auch so schön, ne? Wenn das so holographisch ist, finde ich das immer ganz nett. Ja, naja, und das war es auch schon. Mein Tauschpaket mit der lieben Susanne. Ja, vielen herzlichen Dank für die vielen Düfte. Ich habe mich sehr gefreut und auch über die Goodies und über das Geschenk für meine Tochter. Also vielen Dank dafür. Ich glaube, ich zeige nochmal eben meine Top 3, oder? Das macht doch immer Spaß. Also, ich muss hier ein bisschen kommen. Also meine Top 3, aber jetzt nicht Top 1, Top 2, also einfach meine Top 3, jetzt nicht eine bestimmte Reihenfolge, aber der eine von den Top 3 ist der Mango Lemon Bunny, also den finde ich wirklich sehr schön. Ja, gefällt mir sehr gut. Dann gefällt mir noch sehr gut der Velvet Sugar Type. Ich werde mal versuchen rauszufinden, ob das irgendwie ein Dupe ist oder so, oder vielleicht weiß das ja einer von euch und kann mir das sagen. Ja, also der ist auf jeden Fall auch in meinen Top 3. Und der Kashmir Petals ist auch in meiner Top 3. Also den finde ich auch wirklich sehr schön. Und ja, die Kerze ja sowieso, ich meine, die muss ich ja nicht sagen, ne? Die kommt sowieso ganz oben und dann kommen die Melts. Ja, wie gesagt, das war jetzt mein Tauschpaket. Nochmal vielen Dank an dich, liebe Susanne. Und auch für die... Dann wollte ich euch noch ganz kurz eine Mini-TK Maxx-Ausbeute zeigen. Weiter geht's. genau, ich hatte, wie gesagt, bei TK Maxx noch eine einen Mini-Mini-Einkauf gemacht. Und das wollte ich auch noch mal kurz zeigen. Und zwar habe ich mir zwei Halloween-Düfte geholt und zwei, ja, normale Düfte. Ich muss sagen, bei TK Maxx... es ist immer schwierig, weil, also die hatten ja eine Zeit auch Yankee Candle Düfte und so, da fand ich das auch ganz interessant. Aber ich muss sagen, diese DW Home Düfte, die sind jetzt nicht, also die gehören nicht zu meinen Favoriten. Und deswegen finde ich das immer so ein bisschen, ja, also die brennen ja auch nicht so gut ab, habe ich mal gehört. Und ja, also eigentlich bin ich nicht so der Freund davon, aber ich habe mir trotzdem welche geholt. Ja, voll die Logik, ne, ich weiß. Aber na gut. Und so habe ich mir einmal, genau, das hatte ich gekauft, als ich für die Snowfox Candles auf Instagram
den Donut-Shop gekauft hatte, weil sie den unbedingt haben wollte. Und da hatte ich mir den dann für mich selber auch noch geholt. Jetzt kommt die Nase. Ja, und ich finde, der riecht auch halt total nach Donut. Aber jetzt nicht so zimtig oder so, sondern einfach wirklich nur nach diesem so auffrittiertem Gebäck. Ja, aber gefällt mir ganz gut. Dann hatte ich gesehen von DW Home und da dachte ich so, den musst du natürlich mitnehmen. Das ist der Lavender Vanilla. Ne, der Name ist Programm. Der Deckel, den finde ich auch so schön. So rum. Ja, und da dachte ich mir, ja, gucken wir mal, wie DW Home den Duft interpretiert. Ja, also er kommt definitiv nicht an meinen Liebsten von Pringle Candle ran. Dafür ist der Lavendel zu krautig. Also es ist keine süße Vanille, das ist so eine krautige Vanille. Krautiger Lavendel. Und ich finde, die Vanillenote ist irgendwie auch nicht so da. Ja, vielleicht kommt das ja noch warm. Aber ja, muss ich mal gucken. Also ich muss sagen, das ist auf jeden Fall nicht der Lavender-Duft, den ich so... Vanille-Lavender-Duft? Den ich so abgöttisch liebe. Also das haben die jetzt nicht so gut hinbekommen, muss ich sagen. Aber ich habe ihn trotzdem mitgenommen, einfach... Ja, der hat nach mir gerufen, ne? Der hat mich nicht gehen lassen. Und dann habe ich mir noch zwei Halloween-Kerzen geholt. Ich muss sagen, Halloween-Kerzen sind immer so eine Sache, ne? Weil ich finde, oder generell so Herbstdüfte, alles wo so Pumpkin und Apple Cider und Maple und Leaves, also nasser Laub und so, also diese ganze Duftkategorie, die ist für mich so, die brauche ich nicht, die mag ich auch nicht und die will ich auch nicht. Deswegen, ja, habe ich da jetzt auch nicht so das Interesse gehabt, aber die zwei, die fand ich dann doch irgendwie interessant. Und zwar ist das einmal der Graveyard Smash mit einem toten Kopf drauf. Und der hatte für mich irgendwie was. Also, der riecht so. Ja, der riecht irgendwie so nach Halloween irgendwie. Also, der hat so einen Halloween-Duft. Also was ja so alt. Nochmal. Was ja so an Duftkomponenten und so drin sind, das kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht steht das hier unten nochmal drauf. Nee, natürlich nicht. Nee, ach, die kommen aus den USA. Echt? Aber Handport in Vietnam. Okay, also kommen aus den USA, aber werden in Vietnam hergestellt. Ich dachte immer, das wäre eine großbritannische Duftmarke. Weil TK Maxx, kommen die nicht aus England? Ach, ich weiß auch nicht. Aber ich dachte irgendwie immer, das wäre eine englische Firma, DW Home, aber scheinbar nicht. Und dann müssen die armen Arbeiter in Vietnam das für einen Dollar pro Tag dann irgendwie gießen oder was? Na, das ist ja eine tolle Firmenphilosophie. Na gut. Ja, aber auf jeden Fall zurück zum Duft. Also der hat irgendwie sowas. Also der hat was Erdiges, der hat aber auch was Zimtiges. Und ich muss sagen, Zimtdüfte mag ich eigentlich nicht so, aber irgendwie diese Kombination, wie das hier so rauskommt, das finde ich irgendwie ganz interessant. Ja, bin ich mal gespannt. Graveyard Smash. Wobei ich jetzt sagen muss, jetzt wo ich weiß, dass das in Vietnam hergestellt wird, aber Fragrance made in the USA. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Okay, das ist jetzt Bats and Brews. Genau, und der hat mich so angesprochen, weil da stand Warm, Toasted and Sweet. Und da dachte ich so, okay, das wird wohl irgendwie so ein süßer Duft sein, ne? Also, ach guck mal, hier steht sogar, was drin ist. Warm and Nutty Scarlet Pumpkin, also warm und nussiger Kürbis mit Hickory Wood, was auch immer das sein soll. Süße Orange, Butter und Vanille. Okay. Ja, und hier ist das Gute. Deswegen fand ich den auch ganz gut. Der Kürbis ist nicht so ein ekliger, so ein Kürbis, den ich nicht mag, sondern das ist wirklich so ein
irgendwie so geröstet, geräuchert und dann noch mit dieser nussigen Note. Ja, und dann noch so ganz leicht vanillig. Und noch so ein ganz bisschen Röstaroma. Ja doch, den kann ich mir an Halloween gut vorstellen, den Beds and Brews. Habe ich ihn überhaupt schon gezeigt? Also so sieht der aus. Ja, doch, der hat mir im Laden ganz gut gefallen und gefällt mir immer noch. Aber wie gesagt, Firmenphilosophie, wenn man sich damit nicht beschäftigt, ne, dann wird man so überrascht. Ja, naja, auf jeden Fall. Das waren jetzt meine 4 TK Maxx-Kerzen, also meine kleine TK Maxx-Ausbeute. Ja, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten und ja, was haltet ihr denn von der Firma DW Home? Also, ich muss jetzt sagen, ehrlich gesagt, finde ich das jetzt irgendwie nicht so schön, dass das in Vietnam hergestellt wird. Also, ich verbinde halt asiatische Produktionsländer immer mit kein guter Lohn, vielleicht sogar Kinderarbeit. Ne? Und sich dann damit zu schmücken, dass das Handarbeit ist, also Handport, steht da sogar extra überall vorne drauf. Und das dann irgendwie so für einen Hungerlohn, sage ich jetzt mal. Also ich weiß es ja nicht, ne? Vielleicht ist es auch nicht so, keine Ahnung. Aber das verbinde ich halt immer damit so ein bisschen, ne? Und ich hoffe, es ist nicht so, weil dann muss ich sagen, glaube ich, würde ich das nicht nochmal kaufen. Also sowas möchte ich nicht unterstützen. Und ja, keine Ahnung, was denkt ihr denn darüber? Also ich finde das schwierig. Ich meine, wenn man das jetzt ne, verallgemeinern würde, ich meine, es kommen so viele aus Asien, ne? Die ganzen Nike und Adidas Produkte, die kommen auch alle aus Asien. Ne? Das weiß man dann ja auch nicht, wie die behandelt werden. Oh, ja, aber schwierig, schwierig, oder? Was denkt ihr denn darüber? Sagt mir das mal. Ja, und dann würde ich sagen, war es das jetzt auch erstmal von mir und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut!